Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, dann müssen wir uns wieder in die Wildnis schwingen. Wir müssen noch ein Starthilfe-Kit machen und vielleicht können wir hier aus dem Müllcontainer der ewigen Gaben was bekommen. Nö. Symbol wird immer noch fälschlich angezeigt, selbst nach Neustart. Na gut, sobald wir wieder zurück sind, sollte ja zurückgesetzt werden. So, Routenplaner. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Was braucht man? Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wird mal sagen, extreme Bedingungen. Ich bin eigentlich ein extremer Typ. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Und dann vielleicht zu dem Stufe 2-Ding da, aber erst später. So, das ist geplant. Ein Starthilfe-Set bitte herstellen. Gut, das haben wir jetzt auch. Das müssen wir noch irgendwie hier reinbekommen. Ist doch schon drin. Was sagt das Spiel denn mir für einen Mist wieder? Na gut, dann haben wir eben eins mehr, als wir brauchen. Das ist schon ziemlich voll hier. Ich wünschte echt, die Speichermöglichkeiten würden ein bisschen erweitert werden. So, das sieht gut aus. Transportkoffer braucht man später. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit dem anzufangen ist. Genau, dann würde ich sagen, können wir doch schon aufbrechen. Inventar sieht gut aus. Wohl Brecheisen. Na, solange es noch hält. Gut. Oh, ich glaube, ich habe mir das auf die Rübe gezogen, mein Kofferraum. Sehr realistisch, das Spiel, muss ich schon sagen. Dann wollen wir mal. So. Drive. Anmachen. Handbremse ist da links. Okay, das war das. Wo ist denn mein Licht nochmal? Scheibenwischer aus. Handbremse aus. Oh, ich war in Drive. Das erklärt natürlich einiges. So, wir müssen wieder nach links. Licht ist an. Ah, mit Z mache ich das. Oder mit Y, je nachdem, welches Keyboard-Layout ihr habt. Hui. Und die Hupe ist ja auch schön. So, dann geht's mal wieder los. Ab in die Pampa. Ja. Würde sagen, das passt. So. Oh Mist, die Zone ist ja schon aktiviert. Ich dachte, ich sollte hier erstmal ein bisschen Orientierung finden. Wo sind wir da oben? Ich glaube, diese gelben Teile müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Wir brauchen ja die Energie. So, Wegpunkt ist gesetzt. Ich hoffe mal, das geht alles gut. Soll man jetzt wirklich schon die Straße verlassen? Ja, hilft ja alles nichts. Wir müssen ja runter. Gut, ich könnte natürlich auch zu Fuß gehen, aber wofür habe ich denn ein Auto? Das ist hier immer eine gute Frage. Komm schon. Über Stock und über Stein fahre ich in einen großen Brocken rein. So wie es aussieht vor uns. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit mit der Karte nehmen sollen, sodass wir tatsächlich was sehen. Oder hinten leuchtet es auf jeden Fall schon. Könnten wieder Plasmageneratoren sein. Dem Auto geht es momentan noch ganz okay, würde ich sagen. Ich fahre ja auch nicht zu schnell hier runter. Wenn ihr schon so einen Hang runterfahrt, dann macht es langsam. Holy moly, are you kidding me right now? Oppie, you saw it too, didn't you? Tell me you saw it too. Was Saw gesehen? what? What do you mean, what? Hallucinations. Like the ones from 1961. It happened again. Just a quick blip. Like blinking your... Wait. You didn't see it? I was in a total blackout. Colossal Cappy fried my systems. Right, because sending the driver head first into Cappy didn't work out like you said it would. Big surprise. Oh, spare me, Francis. The driver's alive and your remnants verify. Ja, ich bin am Leben. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Now, why are you two yapping about the mass hallucination? When Cappy amplified the remnant's signal, it triggered another hallucination event. But it only lasted 3 seconds. Ich habe nicht halluziniert. And not only that, we picked up that its source was northwest of us. Specifically... Yeah, somewhere in the deep zone. That's impossible. It's been... 40 years. Zuweisung. Ja, ich weiß, ihr mögt's ganz gerne, hier näher zu kommen. Das mag ich aber gar nicht. Hui. Ach, ich find's so schön, dass man euch explodieren kann. Explodieren lassen kann. So, den braucht man natürlich.
Oder war das zu früh? Keine Ahnung. Er kommt auf jeden Fall da rein. Sehr schön. Da ist nicht... Was ist nicht alles? We picked up its waveform. And turns out, it's equal and opposite to the Remnant's waveform. They're paired signals. It means they're related. And what's more, if we bring that car to whatever this mass hallucination source is, we have a chance of nullifying the Remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. This is insane! After all this time, we find a Remnant, lead on the mass hallucinations of 61, and a possible way to free the driver? Thanks, Francis, because this is the best thing that's happened in decades. Just when things were getting dull. The Remnants. It was a key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I need to go. Ja, ja, alles gut. This is huge, Francis! We have so much work to do! I know, I've already pulled every report on the mass hallucination event. Driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And be careful. Oppie's not in her right mind, okay? So, watch yourself. Ich gebe mein Bestes, dankeschön. Keine Ahnung, was die so wirklich gelabert haben. Ich hoffe, ihr kommt da ein bisschen mehr mit. Die sind für mich gerade extrem leise. Irgendwas mit Halluzination und das war der Schlüssel und... Ich kann auch nicht sagen, dass mich die... Hä? Ah, da. Hallo? Irgendwer da? Nö. Story unbedingt packt. Vielleicht wird es ja noch. So. Da wäre ganz schön was drin im Benzintank. Wir müssen aber erstmal den Sommerreifen zerlegen. Sehr schön. Ja, mit dem ganzen Zeug. Vielleicht muss ich mein Spiel tatsächlich ein bisschen lauter machen. Ist ziemlich leise für mich. Für euch soll sich nichts ändern. Das ist immer nur die Lautstärke, die auf meinen Kopf geht. Nicht die, die auf meine Aufnahme geht. Die ist entkoppelt, was ich ganz angenehm finde. Sonst müsste ich manchmal ohrenbetäubenden Lärm aushalten. Oder auch nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal unser Auto mit. Ich stelle mal das Spiel für mich lauter. So, jetzt höre ich zumindest mal das Regengeplätschere. Sonst erkenne ich ja gar nicht, dass es hier regnet. So, mein Auto wird wahrscheinlich nicht gut durch diese Anomalie fahren. Das ist hier so ein gegensätzliches Lenkding. Na, aktuell klappt's. Oh. Da kommt schon der Error. Nicht gegen die Säule fahren. Okay, wir haben es rausgeschafft. Ja, ist ja gut. Hello, this is Farm Dispatch, 2021. And, just putting out a little warning on the radio. It seems that we've got llamas. Was für Llamas? Not really sure where they came from, but we've got about a herd of 200 to 300 llamas. Schön für euch. Anybody's, Das ist doch gut. Also, falls wir Llamas brauchen, bei ihm melden. Falls jemand von euch eins vermisst. So, hier ist ja eine Straße. Wäre ja viel einfacher gewesen. Und Parkmodus und aussteigen. Musik läuft, das ist sehr gut. Gleich mal Fackel ausrüsten. Nein, nicht fallen lassen. So viele Spiele mit unterschiedlichen Mechaniken. Da kommen wir gar nicht rein. Was braucht man dafür? Handwerkzeug. Ich habe aber kein Handwerkzeug. Ich sollte es mit der Hand öffnen, ist aber zugesperrt. Ich dachte, ich könnte es irgendwie aufbrechen. Aufsprengen. Okay, anscheinend komme ich hier nicht rein. Vielleicht ist das ja der Lama-Typ, der aus dieser Radiostation da sendet. Ist die Energie überhaupt noch drin? Ich habe da so einen gelben Ball reingelegt. Die braucht man doch, um Dinge zu entwickeln. Na egal, wir schauen mal auf die Karte. So, was haben wir denn hier? Wir haben dann noch einen Kern. Instabilität sieht noch nicht so schlimm aus. Wieso ist denn da ein X auf der Karte? Beziehungsweise im Gebäude. Ist das ein besonderes Gebäude oder... liegt da ein Schatz oder... Also, ich schaue erstmal auf die Straße. Ja gut, da führt auch keine Straße hin. Ich würde tatsächlich sagen, wir fahren nach links und dann auf den Wegpunkt zu. Find, das ist hier angebracht. Wenigstens hat es aufgehört zu schiffen.
So. Wieso steht eigentlich so viel Mist auf den Straßen? Und da unten sind wahrscheinlich wieder... Ah, da ist noch so ein Kern. Den könnte ich eigentlich kurz holen. Aktuell sehe ich zumindest nichts, was mich hier großartig angreifen will. Dann wollen wir mal schnell uns auf die Socken machen und das Ding einfach stibitzen. Wir könnten natürlich auch die Plasma-Generatoren da noch kaputt looten. Ich glaube, das machen wir auch. Zumindest den einen hier kriegt man. Schön vorher aufladen. Oh, das war zu früh. Nee, hat gepasst. Hat gepasst. Wunderbar. Ja, mit meinem ganzen Zeug. Ich glaube, einen hält er noch aus. Einen hält er noch aus. Was liegt denn hier alles? Was bist du denn? Auch was, was sie nicht erkunden können. Sieht nicht so aus. Da können wir wahrscheinlich rein. Das machen wir gleich mal. Erstmal hier. Nein, 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 nein. Ich hab's nicht ernst gemeint. Ich hab's nicht ernst gemeint. Hab's doch ernst gemeint. Mist, 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 Mist. Ha, das hat nicht so gut geklappt. Oh, da ist so ein... Was bist du denn da vorne? So ein Bot? Mein Auto ist es! Wer fährt da mit meinem Auto? Lass das Ding in Ruhe. Weg! Was bist denn du? Kaputtes Häschen. Weg mit dir. Wieso heißt du denn Häschen? Tschüss. Fährt das Ding einfach mein Auto und da ist noch eins. Glaub's ja nicht. Weg mit euch. Auch und das Ding habe ich jetzt fallen lassen. Warnung in den Händen tragen? Was Warnung in den Händen tragen? Ich würde sagen, weg hier. Auto ist zumindest noch heil. Es gibt zwar gerade Störgeräusche. Ja, das ist ja normal für ein Auto. Meins klingt auch so. Oh, Baum, Baum, Baum. Bin gegen Baum gefahren. Das ist niemals eine positive Erfahrung. So, können wir hier anhalten, ohne dass uns irgendwelche Häschen verfolgen. Und wieso geht das Licht immer aus? Ich werf mal da einfach eine Fackel hin als Abschreckung. Wer auch immer davon abgeschreckt wird. Ja, und mein Hammer geht gleich kaputt. Ich wünschte, ich könnte ihn reparieren und müsste ihn nicht immer neu craften. Ah. Okay, das hat jetzt nicht gereicht, um die aufzumachen. Ich glaube, ich habe verfehlt. Dann probieren wir doch nochmal. Müssen wir halt kurz einen neuen Hammer machen. Ist nicht so teuer, aber nervig genug. So, nee, ich wollte doch hier rechts haben. Ersatzreifen Zahnrad. Wieso kann ich denn nichts machen? Materialien fehlen. Ja, für einen Scheinwerfer, klar. Aber hier für einen Impulshammer. Zahnrad und Gasflasche. Wollt ihr mich verarschen? Das habe ich doch nicht dabei. Na gut. Das ist Pech auf meiner Seite. Komm schon. Rückwärtsgang. Oh, die Instabilität kommt. Die ist direkt dran bei uns. Oh oh. Oh oh. Wo ist ein Ausgang? Wie finde ich einen Ausgang? Schnell hin hier. Instabilität kommt. Hau ab. Die umgibt uns schon. Wieso geht das denn jetzt auf einmal so schnell? Komm schon. Portal öffnen. Nein. Nein. Falsche Richtung. Wir müssen da nach unten hin. Fahr mein Auto. Fahr so schnell du willst. So schnell du kannst.
Vielleicht habe ich das mit dem Aufnehmen von diesen Kugeln auch nicht richtig verstanden. Vielleicht triggern die die Instabilität. Nein. Oh, mistiger Sturm. Mist. Oh, 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 oh. Gib Gas, Kollege. Geradeaus und dann weg hier. Wir brauchen noch so ein Ding und dann braucht man ein Portal. Ja, ihr Statuen könnt mich gerade mal. Nein. Portal? Raus hier. Da bin ich rein. Alle sind zu nah. Oh, wir kommen nicht mehr raus. Mist. Und was nun? Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Blödes Häschen. Weg von meinem Auto. Brechstange. Muss ich die Brechstange auspacken? Wir versuchen es. Da ist zumindest irgendein Wegpunkt, der mir was sagt. Komm schon, das sieht nicht gut aus. Haben wir da oben ein Portal verfügbar? Wir sind raus aus der Instabilität erstmal. Da oben ist doch was. Was ist das? Hallo? Ja, Portal verknüpfen, auf jeden Fall. Wie? Und da müssen wir jetzt hin. Ich wollte doch den Wegpunkt noch umlegen. Was mache ich denn? Wie kommen wir da durch? Ui, 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 ui. Wir können ja nicht doch... Doch, wir können doch den Sturm fahren. So, die Straße erstmal wieder lang. Oh, der Kreis schließt sich. Der kriegt sich schnell, schließt sich schnell hinter uns. Vollgas. Er hat uns eingeholt. Dem Auto geht's nicht gut. Nein, Häschen. Kein Häschenfreund gerade. Komm schon, wir müssen da schnell nach links. Komm, 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 komm. Einfach der Straße lang und wir kommen zum Portal. Komm, ich habe die Hoffnung, dass es noch gut geht. Oh, da kommt die Todeszone hinter uns. Die rote auch ganz schnell. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir schaffen es. Boah, wieso war das denn heute so knapp? Ich muss mir nochmal echt anschauen, was diese Instabilitätskerne machen. Wird ja Sinn machen, dass wenn man die wegnimmt, dass es instabiler wird. Oh. Meinem Auto hat das nicht gefallen. Wenigstens haben wir ein paar Ressourcen bekommen. I owe you an apology. Ja, das glaube ich auch. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. Ja, wir können es ja mal versuchen. Twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Ja, warum nicht? Ich bin doch gerne das Versuchskaninchen. So, ich muss die Batterie wahrscheinlich einfach mal wieder laden. Hui! Macht immer so viel Spaß. So viel Zeug. Soll ich mit mehr Zeug los? Ich konnte hier kaum was craften. Ist egal, wir legen es erstmal hier rein, das was wir bekommen haben.
das, was ich ablegen lassen will. So, jetzt könnte man hier aber neues Werkzeug craften. Auf jeden Fall einen Impulshammer. Ein Brecheisen auch. Verschrotter Hammer eigentlich noch. Ja, der reicht noch für ein bisschen. Und was habe ich hier? Ein Stahlblech. Das brauche ich wahrscheinlich auch erst später. Das kann ich noch nicht randingeln. Kann ich es überhaupt in die Hände nehmen? Ich kann es zumindest fallen lassen. Ist das nicht schön? Kann ich es fallen lassen und dann in die Hände nehmen? Kann ich irgendwas hiermit verstärken? Ranschrauben. Ranschrauben. Stahlplatte. E. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist wirklich nur so ein Zwischenteil. Das kommt von mir aus erstmal dahin, alle beide. Und dann brauchen wir diese schöne... Ja, eben genau das. Erstmal hinten reparieren und wir arbeiten uns dann langsam vor. Der Sommerreifen sieht noch gut aus. Stahltür sieht auch gut aus. Nein, mein Farbeimer. So, wo gab's die nochmal? Leiterplatte, improvisierte Bandage. Okay, gelüberne Zahnarzt, Ersatzreifen. Abdichtkit, nee, das braucht man gerade nicht. Reparaturkit. Oh, sind die teuer. Meine wohlverdienten Materialien. So, das will ich aber nicht fallen lassen. Das will ich tatsächlich ausrüsten. So, auf die Eins mit dir. Wieso ist das denn jetzt so beschädigt? Ist doch kaum was zugestoßen dem Auto. So, schön über den Reifen. Und über den Scheinwerfer anscheinend auch. Weiß nicht, wie die immer Schaden nehmen. Mit denen mache ich doch so wenig. So. Das sieht schon mal gut aus. Hier fehlt eine Tür. Die kam ja aus dem Mülleimer zumindest wieder zurück. Wieso ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass die Tür nicht da ist? Hallo, Tür. Hallo, introvertiert. Ja. Türen können nicht reden. Das war nur ich, der die Stimme verstellt hat. So. Habt ihr bestimmt gemerkt. Wieso sieht das jetzt so hässlich aus von der Seite? Ich hab's doch repariert. Und primitive Tür, wieso ist da ein Herzchen dran? Weil das von der Herzchen-Mülltonne kommt. Mögliche so einiges. Hinten sieht's auch nicht gut aus. Hinten sieht's auch nicht gut aus. Oh, die Stoßstange geht. Hat aber nicht viel Stöße abgehalten. So. Das Gen-Ziel ist das Auto. Reifen gut. Ja, gut genug, würde ich sagen. Türen gut. Türen gut genug. Stahlplatten, sind die gut? Platten sind gut genug. Nee, vorne links ist scheiße. Ach, vorne links, na gut. Dieses links. So. Ich glaube, wir nehmen einfach mal so einen Farbeimer mit auf Reisen. Reparaturkit. Besser haben und nicht brauchen, als nicht haben und brauchen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengebracht. So, was haben wir denn hier? Fertigungsmaschine. Wie viel Energie haben wir? 2,3 stabile Energie. Reicht das für irgendwas? Überlebenswerkzeuge. Da gibt es so viele. Ich hätte gern bessere Türen. Hier zum Beispiel... Eine Stahltür. Und dich kann ich auch bestätigen. Was haben wir noch? Stahlplatte. Stoßstange aus Stahl. Ich glaube, wir sollten aber auch gute Reifen haben. Sommerreifen. Und Offroad-Reifen. Okay, ich gehe auf die Reifen. Kann ich dich... Okay. So macht man die. Ich habe es mit der Energie noch ein bisschen... Nicht ganz raus. Jetzt haben wir 1,8 Energie. Und ich glaube, wir brauchen 1,5 hierfür. Lass uns mal schauen. Wir brauchen 0,5 für diese Beleuchtung. Das ist ein normaler Scheinwerfer. Wäre auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, Offroad-Reifen wären mir am liebsten gerade. Wenn die noch rauspurzeln, ist es ja umso besser. Ja, damit. Wunderschön.
So, Offroad-Reifen. Reifen können wir gleich randingeln. Wenn wir sie denn machen können. Also zwei kann ich machen. Und ansonsten sind mir Zahnräder ausgegangen. Aber Zahnräder kann ich doch auch machen. Nummer 1. Nummer 2. Dann könnte ich doch einfach noch 2 machen. Aha. Meine Mathematikkenntnisse. Ich habe doch 4 gemacht. Einer ist im Ding drin. Okay. Ersatzreifen. Dich würde ich gern wegmachen. Nein, nicht dich. Dich. Ohne Wagenheber. Ist das nicht schön, wie das klappt? Ich habe den falschen Reifen beim anderen drauf gemacht. Ich habe es gemerkt. So, den machen wir wieder raus. Lassen ihn fallen. Sehr gut. Wir können 2 Offroad-Reifen und 2 Scheißreifen fahren. Nee, machen wir das mal richtig so. Ich glaube, die hätte ich auch einfach einschmelzen können. Kann ich das nicht einfach treten fallen lassen? Doch, fallen lassen geht. Mit X. Nein, du Platte, bleibst dran. Und du Sommerreifen kommst hier irgendwie zu deinem Partner. So. Dann wollen wir die mal montieren. Hoffentlich fährt sich das Auto dann ein bisschen besser. Nein, das passiert mir immer wieder. Ich sehe doch eigentlich, was ich anvisiere. Und vor allem, wenn der Reifen ausgewählt ist, klappt es ja eh. Ach, ich bin einfach dämlich manchmal. Ich hab's gewusst, ich wollte nichts sagen. Ich dachte, ihr merkt das vielleicht dann nicht. Sehr schön. Das sieht doch viel besser aus. Wir haben noch 0,3 Energie. Dafür kann ich mir wahrscheinlich gar nichts kaufen. Nö, das kostet 0,8. Da kann man aber auch noch viel machen. Verschönerungsmaschine. Die hätte ich natürlich gern. Was ist das? Carbonglasfaser. 0,7 Energie braucht es. Achso, wir sind bei 0,3. Du brauchst 0,5, wir haben 0,3. Du brauchst 0,4, wir haben 0,3. Okay. Müsste trotzdem durch die Kerne irgendwie gehen. So, jetzt haben wir natürlich hier ein Auto, das auch schön Ressourcen nachspawnt. Die haben gerade einige verbraucht. Das ist also gar nicht so verkehrt, dass wir das hier immer und immer wieder looten können. Benzin ist voll. Was im Kofferraum? Ist gesperrt. Dann muss ich die Brechstange auspacken. Ja, schöne Teile drin. Vor allem die Fackeln gefallen mir. Sehr effektiv gegen gruselige Statuen. Nicht Statuen. Das war ja ein Dr. Hune-Statue. Crash-Test-Dummies. Ausstellungsfiguren. Nicht Ausstellungsfiguren. Wie heißt das denn? Schaufensterpuppen. So hieß es, glaube ich. So, schön hier mit den primitiven Bauteilen. Schade, dass hier nie so ein V8 nachspawnt. Hätte bestimmt auch gute Teile. So, da hinten ist noch irgendwas. Wofür war das? Hier ist ein Schalter, kann ich nicht umlegen. Achso, und das geht im Moment nicht. Wir müssen eh nach Siram. Boah, schauen wir mal, wie es läuft. Hast du noch was für mich, du liebe Mülltonne? Ja. Dankeschön. Sehr zuvorkommend. Wunderbar. Kann man gleich einsortieren. So, ich glaube, der Verschrotter ist trotzdem immer noch gut genug. Ansonsten sammeln wir die Ressourcen einfach. Beziehungsweise lasst uns die Reifen hier verschrotten. Die brauchen wir garantiert nicht. Und dann können wir ja einen neuen Verschrotter machen. Nur zur Sicherheit natürlich. Okay, dann... Ja, hergestellter Gegenstand wird verschrottet. Was soll ich denn sonst damit machen? So, das war glaube ich alles. Die Ressourcen können wir auch direkt mitnehmen. Have you found the friendly dumpster yet? It's behind the shop. If you're ever in dire need, pay it a visit. As much as the zone takes away, sometimes she also provides. Lade die Batterie. Ich habe die Batterie doch schon geladen. Fülle den Tank 88. Das habe ich doch auch gemacht.
Läuft der Motor noch? Ups. Passiert. Passiert den Besten. So, erste Hilfe für mich. Und lecker, lecker Sprit fürs Auto. Das war lecker, nicht wahr? So, hilfreicher Müllcontainer haben wir abgearbeitet. Routenplaner. Here's a spot of good news. We aren't completely helpless when it comes to the instability. Back when the zone was active, we built ways to get where we needed to go. I need you to head back towards Serum. But don't worry, I won't make you jump into Cappy again. When you're feeling up for it, take the route back to Serum. I'll tell you what's next once you're there. Okay, ich versuch's, aber ich nehme die Route. The mass hallucination. I can't believe it happened again. Nein, kann ich nicht das Ziel planen. I can't believe I missed it. Ich wollte das andere Ziel planen. Dachte, ich könnte es danach machen. Kann ich es abbrechen? Hallo, abbrechen. Keine Scannerladung mehr. Abwählen. Abwählen! Echt, ich kann in dem Spiel nichts abwählen? Na gut. Dann müssen wir wohl noch einmal in so ein kürzeres Gebiet, weil ich es mal wieder versaut habe. Es tut mir leid. Passiert häufiger, ich weiß. Jetzt? Okay. Und nach links. Vielleicht bringen wir wenigstens ein paar Ressourcen und Energie mit. Wir können noch ein paar schöne Sachen machen. Vielleicht ein V8 einbauen. Hui. Jetzt hui. Der kann ja nur hier lang. Oder kann ich abbrechen? Oh Mist. Dann halt nicht. Dachte, ich müsste es irgendwie so machen, so. Zone ist noch nicht aktiviert, deswegen leuchtet das so schön grün. Das zielt nicht, zeittechnisch. Ja, die Routen sind gesperrt. Pech für mich. Und so viel ist hier auch nicht drin. Ich würde sagen, dann nehme ich hier mal das Ding gleich mit. Den Stabilitätskernanker, was auch immer. Diesmal folgt man aber ein bisschen der Straße. Ich muss sagen. Oh, and about those anomalies. Ja. I don't recommend you spend much time around them. Die machen mein Auto kaputt. In which case, be my guest. When we're all dead and gone and limb technology but a footnote in the history books, the anomalies will remain. They're the legacy of our work here. And the Olympic Peninsula belongs to them now. Schön. Hast mal wieder richtig gute Laune. So, kann ich dich eigentlich hier auch auseinandernehmen? Kein Skinchen, nö. So. Rein da und... Was nun? Also jetzt ein Ziel auswählen? Du wirst einfach reingeladen. Da sehen wir Portale. Das würde ich sagen, verknüpfen wir. Okay. Und jetzt müssen wir jetzt so schnell gehen. Dachte, ich könnte hier das dann wenigstens noch einsammeln. Nee. Der Kreis kommt schon. Der Kreis kommt schon. Okay, dann war es ein ganz, ganz kurzer Trip. Wir waren ja eh falsch. Aber zumindest das habe ich jetzt verstanden. Dass man so nicht viel Loot abbekommt. Wenn man die aktiviert. Einsammeln kann man die, glaub. Man muss auch rechtzeitig schauen, dass man weit genug entferntes Portal verknüpfen kann. Boah. Das ist wieder unnötig spannend. Na gut, wir konzentrieren uns einfach auf die Straße. Wusste nicht, dass der Weg hier so lang ist. Habe ich das Portal überhaupt schon geöffnet? Ja? Du bist doch verknüpft und geöffnet. Fahren. Ja, da steht fahren. Oh, oh, Todeszone kommt näher. Also der rote Bereich. Nein. Was mache ich denn für einen Mist heute?
Also das Auto fährt langsamer mit den Reifen. Gefühlt. Besser, aber langsamer. Nein, die Musik schwillt an. Zumindest sind keine Schaufensterpuppen-Crash-Test-Dummy hier auf der Straße, die mich aufhalten. Gib Gas! Nicht, dass die Handbremse noch gezogen war. Boah, ey. Das ist schon spannend. Das ist eine schöne Spielmechanik. Aber Loot habe ich so gar nichts mitbekommen. So, das ist natürlich nicht unser Ziel. Unser Ziel liegt weiter da. Da sehen wir es. Kommen wir da überhaupt gescheit durch? Ja. Das wäre knapp geworden. Ach, das schaffen wir. Ist das schön. So wie ich es versaut habe, bin ich froh, dass wir das noch schaffen. Hoffentlich verlieren wir keine Autoteile so großartig, sonst war das echt ein teurer Fehler. Nee, sieht gut aus. Nur die Stoßstange vorne ist ein bisschen kaputt, aber Energie haben wir 1,2 jetzt wieder. Are you learning a thing or two? Ich glaube nicht. My dear newbie, there's hope for you yet. Was ist hier? Mackenmaschine. Ich habe schon genug Macken, danke. Welches Problem liegt vor? Weiß ich doch nicht. Was stand da? Keine Ahnung. Erstmal laden. Checkliste im Auto. Repariere das Auto. Mensch, wieso bist du schon wieder so kaputt? So viel Farbeimer habe ich doch gar nicht. Farbeimer. Toll, das kostet Chemikalien, das heißt, arg viel habe ich tatsächlich nicht mehr. Wir müssen wieder Loot bekommen. Ja, ist ja recht. Stoßstange, ganz wichtig. Wo die auch immer heute Schaden genommen hat, in dem kurzen Ausflug, das null Ressourcen gebracht hat, möchte ich nur nochmal anmerken. So, Reparaturkit ist futsch. Warum auch nicht? Logbuch mit Tab. Mackenmaschine. Man soll nicht an Dinge herumschrauben, die nicht kaputt sind. Aber wenn etwas nicht funktioniert oder sich merkwürdig verhält, hilft dieses Gerät ja zu verstehen, was das Problem ist. Batterie. Aha. Alle Autotüren. Ja, das Auto ist arschlangsam gerade. Schalthebel. Ich habe doch gar keinen Schalthebel. Ach doch, das Drive oder Parken. Motorhaube, Hupe, Innenlicht, Radio. Das schaltet sich irgendwie an. Scheibenwischer. Auto. Er hält Anker, bewegt sich langsam. Bewegt sich langsam. Da ist es doch. Keine Lösung verfügbar. Habe ich es überhaupt ausgewählt? Ne, mit Leertaste auswählen. Auto. Bewegt sich langsam. Welches Problem? Ein zweites Problem. Keine Ahnung. Hab noch keins. Höchstens, dass sich das Radio anschaltet. Wählen wir mal das. Radio. Nee, nicht speichern. Schaltet sich ein. Diagnose speichern. Ja. Falsch geraten. 0 von 4 korrekt. Leck mich doch. Ich könnte schwören, das Auto war langsam. 0 von 4 korrekt? Wieso? Was muss ich denn korrekt machen? Komisch. Achso, nutze den Schrank für meine Wunden. Boah. Passt das jetzt? Fülle den Tank, natürlich. Hat schon wieder Sprit gefuttert wie sonst was. Rein damit, durstiges Mädchen. Ich glaube, ich habe es wieder nicht ausgemacht. So, wir können noch was erforschen. Vielleicht bringt uns das ja was. Werkzeuge. Was ist das? Ein Magnethammer.
Und hier steht Plasmahammer, aha. Karosserie, die könnte mal auf jeden Fall was vertragen. Erweiterungsmodule, was ist das? Seitliches Gestell. Damit kann man zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand anbringen. Oh. Was haben wir hier noch? Großer Benzinkanister, auf jeden Fall her damit. Komm, den muss man machen können. Bevor uns mal der Sprit ausgeht. Sehr schön. Was kostet der denn? Reparaturkit, Sommerreifen, Scheinwerfer. Hä? Wo ist denn der Benzinkanister? Das. Ah, da. Herstellen. Gut, und kann ich den jetzt im Auto oben anbringen? Ich würde gern den großen anbringen. Das geht natürlich nicht. Ah, schade, schade, schade. Dann tun wir ihn auf jeden Fall. Kann ich den hier wenigstens füllen? Brauche ich nicht. Ach Mensch. Ich kann keine Kanister füllen. Doch, das müsste gehen. So, da unten liegt da. Zapfpistole. Ah, wenigstens funktioniert das. Ist das nicht schön? Das freut mich wirklich. So. Ran an die Zapfsäule. Und du kommst einfach mit uns erstmal mit. So. Da bist du gut aufgehoben. Und der andere kommt kurz auf die 1. Und den hängen wir wieder ein. Der hat gar kein Benzin. Nun, das wäre jetzt klasse, wenn das funktioniert. Ah! Das funktioniert auch. Ist ja wunderbar. So, dann hängen wir das auf. Müssen noch mal kurz mit der Mülltonne reden. Wie ein Irrer. Da kommt ein ganzer Verschrotter raus. Dankeschön. Dann können wir den ja nutzen, um hier noch ein bisschen Ressourcen wieder zu bekommen. Wenigstens hier bekommen wir Ressourcen. Wenigstens hier. So, das muss ich wieder aufhebeln. Ja, das sieht doch gut aus. Ganz viel Plastik, leider keine Chemikalien, aber man kann nicht alles haben. Komm schon. Und dann hier. Irgendwie Geräusche noch da? Nee, wird alles gut sein. Da ist bestimmt nichts. Ist ja hier ein sicherer Hafen. So. Alles beisammen, wunderbar. Dann nochmal Batterie laden. Ja, passt. Route auswählen. Diesmal zum Wegpunkt. Ja, wir fahren, glaube ich, hier rüber. Ich weiß nämlich nicht, was hier extrem heißt. Außergewöhnliche Anfälligkeit, dass mein Auto irgendwie sich komisch verhält. Schneller Sturm und Funkenflug. Oh je. Oh je. Na gut. Kofferraumklappe zu. Inventar. Ja. Wird bald leerer sein. Das ist schon in Ordnung. Na gut. Dann würde ich aber schon sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.